brauche ich denn alles? Ja, Bremstrommel vorne, Bremstrommel hinten. Noch eine Bremstrommel. Handbremshebel. Verteiler, Bremsleitungen, Federn, Hinterradbremse, Radbremszylinder, Bremsbeläge vorne, Bremsbeläge hinten, Zugstange, Handbremse, Ankerplatte, noch eine Ankerplatte, Bremsschläuche, Seilzug-Handbremse, Seilzug-Vorderradbremse, Bremsleitungen, so, das müsste's gewesen sein. Auf den ersten Blick sehen die Ankerplatten ja identisch aus, aber das täuscht. Bei dieser hier ist die Öffnung für das Handbremsseil links. Zum Vergleich, bei dieser ist es rechts. Da der Radbremszylinder unten sitzt, weißt du auch, dass diese Ankerplatte auf die rechte Seite gehört. Und so schraube ich sie jetzt fest. Weiter geht es mit dem Radbremszylinder. Der wird lediglich mit zwei Schrauben von der Rückseite befestigt. Bevor ich jetzt die Bremsbeläge montiere, muss noch das Handbremsseil durch die Karosserie eingefädelt werden. Dafür mache ich erst einmal diese Umlenkung hier ab und fädel eine Seite hier durch die Karosserie ein. Oben lang zurück. Zu erwähnen ist noch, die Seilzüge sind nicht identisch lang. Der längere wird oben montiert und verläuft dann nach hinten links. Beim Einsetzen der Bremsbacken muss man so einiges beachten. Ich erzähle das einfach mal. Dieser Haken hier muss außen sein, der muss auf mich zuzeigen. Hier wird das Handbremsseil später eingehangen. Wenn du die Bremsbacke von der anderen Seite verwenden würdest, wäre der Haken innenliegend und das wäre falsch. Dann gibt es noch diese Distanzstange, die sitzt hier und hält die Bremsbacken auseinander. Die ist einmal flach und einmal leicht abgeschrägt. Die flache Seite muss auch außen sein und auf mich zuzeigen. Diese beiden Schrägen müssen in Fahrtrichtung, also nach vorne, zeigen. Diese Feder mit der Gummitülle drum sitzt unten, überhalb dem Radbremszylinder. Dann gibt es noch eine weitere Feder, die sitzt hier oben und hält die Bremsbacken beisammen. Die hat diesen Haken auf der gleichen Höhe wie die Feder. So musst du sie auch einbauen. Andersrum würden die Haken zu weit nach oben stehen. Dann gibt es noch zwei kleine Häkchen. Die kommen hier rein, die halten die Bremsbacken da, wo sie hingehören, sonst würden sie flattern. Alles sehr eng, aber dennoch, das muss jetzt alles zusammengesetzt werden. So, die zweite Bremsbacke. Jetzt mit ein bisschen Kraftaufwand auseinanderziehen und hier drüber. Jetzt gegen den Radbremszylinder. Hier kann ich ihn auch mit der Hand, mit dem Finger einfach ein bisschen zusammendrücken. Hier oben wird die Bremsbacke eingehangen. Und die Seite auch. Die Bremsbacke hänge ich jetzt aus. Dann kann ich sie besser in die Feder haken. Das Ganze muss jetzt wieder zurück.
Die Bremsbeläge können auseinander oder zusammenjustiert werden. Das ist nötig, um bei neuen Bremsbelägen mit ordentlich Belag diese auch unter die Trommel zu bekommen. Das geht, indem man an der Bremsnocke dreht. Achte mal auf die Feder. Das ist jetzt viel zu viel, jetzt würde ich die Bremstrommel gar nicht draufkriegen. Kann man auf jeder Seite für jede Bremsbacke separat justieren. Bevor ich jetzt die Bremstrommel aufsetze, muss noch diese kleine Tellerscheibe verbaut werden. Die ist dafür da, dass die Feder des Handbremsseils nicht so locker sitzt. Ich muss also die Tellerscheibe auf das Bremsseil aufführen und gleichzeitig die Feder ein Stück zurückschieben. Beides verschwindet jetzt in der Bohrung, wo das Handbremsseil durchgeführt wurde. Der Zusammenbau des Handbremshebels ist auch keine große Sache. Hier sieht man den Sperrzahn. Auf der gegenüberliegenden Seite diese Rundung. Diese Rundung muss in die Rundung der Druckstange, genau hier, eingreifen. Ist ein bisschen fummelig, kriegt man aber hin. Dann gibt es noch die Raste, die kommt hier hin. Hier greift dann später der Sperrzahn rein. Erst einmal drehe ich mir jetzt aber die Rundung in die grobe Richtung, gehe mit der Druckstange hier rein, probiere das so ein bisschen aus, bis ich merke, dass er gepackt hat. Dann lasse ich den Druckknopf nicht mehr los. Die Raste hinzu, beides jetzt hier auf den Zapfen der Karosserie aufschieben. Auch hier muss die Raste in die Karosserie eingreifen. Jetzt kann ich den Druckknopf loslassen. Hier wird das Ganze noch mit einem Clipser gesichert, aber prinzipiell ist der Handbremshebel einsatzbereit. Jetzt baue ich noch diese Verbindungsstange ein und dann ist die Handbremse auch schon einsatzbereit. Jetzt mal diese Kontermutter hier drauf. Das Blechstück zum Führen des Handbremsseils. Da kommt noch so eine kleine Hülse mit rein. Hier vorne direkt schon mal einhängen. Und auch von hinten noch das Mütterchen zum Festziehen. Den Hauptbremszylinder kann ich jetzt auch festschrauben. Die Bremsleitungen natürlich, mit der langen beginne ich, die muss hier durch diese Öffnung, die drehe ich jetzt so ein bisschen raus, das geht eigentlich am einfachsten. So. Unterhalb der Pritsche sitzt der sogenannte Verteiler, von diesem Punkt aus verläuft eine Bremsleitung zum Radbremszylinder hinten rechts und die andere zum Radbremszylinder hinten links. Die Bewegungen des Aufhängungsarms muss der Bremsschlauch ausgleichen. Hier kann man natürlich nicht eine komplett starre Leitung einfach verlegen. Für den Zusammenbau der Vorderradbremse nehme ich erst einmal diese Bremsnocke. Die kommt hier rein, allerdings noch nicht komplett. Jetzt nehme ich die Bremsbeläge, verbinde diese mit dieser Feder. Die erste Bremsbacke kommt hier auf diesen Bolzen. Vorne in die Bremsnocke. Bei dieser Bremsbacke genau andersrum. Erst in die Bremsnocke. Jetzt ein bisschen ziehen.
und auch auf den Bolzen aufsetzen. Jetzt gleichmäßig alles wieder drauf schieben und mit diesem Splint sichern. Und damit funktioniert die Bremse auch schon. Auf die Rückseite der Bremsnocke habe ich diesen Bremshebel geschraubt. Der ist wiederum mit dem Handbremshebelgriff am Lenker verbunden, mittels dieses Baumzuges. Um diesen mit dem Handbremsgriff zu verbinden, nehme ich erstmal die Messingbuchse hier raus. Jetzt ziehe ich den Baumzug, soweit es irgendwie geht, aus seiner Tülle raus und führe ihn seitlich in den Griff ein. Jetzt braucht nur noch die Messingbuchse wieder in sein Loch. Und danach muss die Tülle hier oben nur noch reingesteckt werden. Die andere Seite des Baumzuges wird auch nur gesteckt. Und mit dieser Mutter befestigt. Über die wird im Übrigen auch die Intensität der Bremse eingestellt. Die Bremstrommel mit neuen Lagern, natürlich auch eingefettet, muss jetzt nur noch festgeschraubt werden. Natürlich muss das ganze System noch mit Bremsflüssigkeit befüllt und entlüftet werden. Fünfmal das Bremspedal durchtreten, dabei darauf achten, dass der Bremsflüssigkeitsbehälter nicht leer läuft und dann das Pedal in der getretenen Stellung festhalten. Am Entlüftungsnippel die Staubkappe abnehmen, kleinen Schlauch aufsetzen und jetzt muss der Entlüftungsnippel geöffnet werden. Alles das, während das Pedal getreten ist. Das geht natürlich nur zu zweit. Öffnen. Luft entweicht. Jetzt wieder schließen. Erst jetzt das Bremspedal lösen und den Vorgang so oft wiederholen, bis halt nur noch Bremsflüssigkeit aus dem Entlüftungsnippel austritt. Öffnen. Ah, da kommt die Bremsflüssigkeit, aber immer noch ein bisschen Luft drin. Muss kontinuierlich rauslaufen. Nochmal pumpen. Öffnen. Schon fast perfekt. Nochmal. War noch eine Luftblase drin. Muss jetzt so oft wiederholt werden, bis wirklich ein kontinuierlicher Bremsflüssigkeitsstrahl rausläuft. Ja, so soll es rauskommen. Nachdem die rechte und linke Bremsleitung entlüftet ist, muss jetzt nur noch die fehlende Bremsflüssigkeit wieder aufgefüllt werden.